Ja, Malzer Moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video, wo Stefan heute mal noch keine Rolle spielt, aber erstmal geht's um diesen tollen Wagen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere es kennt, Schrauberneid. Jetzt hat Stefan Käfer, ein Ultramai, muss man natürlich auch einen haben, ne? Tja, und dann fällt einem irgendwie das Ding hier in die Hände. Sieht erstmal total wüst aus, ist es auch. Gefunden bei Kleinanzeigen, darf man auch sagen. Kleinanzeigen, war erstmal eigentlich nicht das Objekt der Begierde. Allerdings hat sich das dann rausgestellt, dass es dann doch gar nicht so ungeil ist. Man hat dann auch schon angefangen, so Sachen abzubauen, so wie Spiegel, hinteren Klappfenster schon ausgebaut, vorne die Scheibe ausgebaut, hinten die Scheibe ausgebaut. Ne, überall schon mal angefangen, was abzubauen. Zierleisten, Lampen, Kühlergrill, alles tipptopp. So, und weil er dann sagte, ich will das Ding ja selber nochmal aufbauen, hat er sich natürlich alles schön mit Luftnoppenfolie, alles sauber picobello eingepackt. So ungefähr stand er dann auch da. Ja, nee. Aber wo ich dann die ganzen Teile gesehen habe, so die ganzen Chromteile, original, alle unverbeult, alles tipptopp, kaum Rost dran, habe ich mich dann für dieses Auto entschieden. Ja, die meisten von euch vielleicht haben es schon erkannt. Und zwar handelt es sich um ein B-Kadett vom Baujahr 1970. Und das ist ein B-L. Das L stand damals für die Ausstattungsvariante Luxus. Beinhaltet ganz minimale kleine Sachen sowie Aschenbecher auf der Rücksitzbank, links und rechts, ein Zigarettenanzünder. Wir hatten einen Motorraum, gab es Beleuchtung, gehört auch dazu. Im Kofferraum ist Beleuchtung, gehört auch dazu zu der Luxusausstattung. Und eine wunderbar helle Lederinnenausstattung, die ich allerdings schon mal demontiert habe, weil ja, die muss erstmal ein bisschen aufbereitet werden. Schöne ist, hat keine Löcher, ist auch noch nicht so hart durchgesessen. Also das Auto ist jetzt 50 Jahre alt, 19 Jahre davon stand es die letzten in dieser Schrauberhalle. Schön sauber, trocken, ruhig. So, und dann durfte ich letzte Tage erstmalig auf die Bühne, um zu schauen, wie überhaupt alles aussieht. Weil Stefan ist immer noch fleißig, sein Käfer nimmt auch wunderbar Form an. Ist auch schon die erste Runde gedreht hier auf dem Hof. Dann habe ich erstmal die Polster rausgebaut, Teppich runter und danach ging der Graus weiter. Weil der erste Graus war dann natürlich, der eine oder andere würde sagen, da können ja jetzt Vögel drin nisten oder irgendwie so. Nein, machen sie aber nicht, weil das ist zu tief. Weißt du, Katzen könnten kommen oder Nisträuber. Nee, nichts gut. Erstmalig gedacht ist nur der Außenschweller. Danach ging es weiter, dann war der Sitz raus und der Teppich raus. Dann nahm das Malheur seinen Weg. Ne? Opel, damals wie heute, immer noch ein wunderbares Rostfahrzeug. Ne? Hier kann man überall schon den Grund sehen. Vorne ist alles schon offen. Die Flächen an sich sehen gut aus, sind halt nur wieder mal die Randbereiche, wie es dann immer so ist. Aber man glaubt es kaum, es ist auch Hohlraum versiegelt. Hier und da vielleicht ein bisschen mangelhaft, aber okay. Tür schließt auch. Er hört auch schon mal von Fällen, wenn man die Tür aufmacht, hängt die ein bisschen. Hat aber damit zu tun, weil die ganze A-Säule einfach weggegammelt ist. Man kann die ganze Tür so. Hat er nicht, Gott sei Dank. Ja, Motor haben wir dann gestern auch schon mal aufgebaut. Da ging Stefan mir natürlich zur Hand. Hatten auch schon mal teilgeschlachtet, so dass wir schon mal in die Zylinder reingucken konnten. Und haben festgestellt, Laufflächen sind komplett blank. Hier jetzt nochmal zum Ort des Geschehens, wo Stefan gerne hätte gemocht, dass dieser Motor genau hier liegt. Ne, Stefan ist auch noch fleißig, wie man sieht. Ne? Das lag eigentlich an dem... Stefan macht das kleine Finishing an seinem Käfer. Das bin natürlich auch nochmal... natürlich habt ihr das schon gesehen, wenn ihr jetzt mein Video schaut. Ja, hier haben wir ihn hingeschmissen. Ne, viel Haufen. Ei haben wir den nur auseinandergebaut, weil wir haben festgestellt, dass das Auto dauerhaft überhitzt. Haben da mal den Schlauch runtergenommen, wo das Thermostat... Die schmeißen lieber nicht weg. Nee, die sind zu teuer. Wo das Thermostat hinter sitzt und das Thermostat musste man leider erstmal suchen, weil da war eine Salz, Kalk, Weiß, Schnee, Koks. Koks? Boah, ob das mein Kokslager war, keine Ahnung. Haben wir da drin im Wasser gefunden. Ja, daraufhin sagte Stefan, definitiv auseinanderbauen. Was uns dann doch allerdings verwunderte, dass die Kanäle dann doch so frei sind, wie sie momentan sind. Also, ne, schön lecker sieht das auch allerdings aus hier, aber wir haben gedacht, die wären komplett zu. Ne, wie man hier jetzt, ich weiß nicht, ob die Kamera das so wunderbar aufnehmen kann. Also Kreuzschliff ist nicht vorhanden, wie man sieht. Der hat sich jetzt über die 50 Jahre, der müsste rein theoretisch jetzt 131.000 Kilometer gelaufen haben. Tacho geht natürlich nur bis, was haben wir, 100.000 und stellt sich dann wieder quasi auf Null. Also wir sind jetzt wieder bei 31. Aber an und für sich stellen wir es dann auch, also er hat schon auch Schlechteres gesehen. Naja, bis der kam. Bis der kam.
Ja, wie gesagt, da liegt das Schätzchen. Und nun Bierlänge. Stellen wir mal Bierlänge? Und dann schreiben wir mal fallen. Ja, es wurden damals 3 Motoren gebaut und das ist der 11N-Motor. Das heißt, wurde damals verkauft unter 1.1. Das ist 1100 Kubik, 33 kW, 45 PS. Kann man allerdings über Nockenwelle, Kolben und Verdichtung theoretisch auf 60 PS umbauen. Wo ich dann gesehen habe, was die Teile dann so im Hinterrhein kosten soll, habe ich gesagt, nö, lass mal schön alles original. Ist am Ende auch, glaube ich, ziemlich geil. Also wird, glaube ich, wird. Da sitzt dieser riesen Motor drin mit außenrum immer noch einiges am Platz, quasi ungefähr wie bei unserem Ami. Komm, wir gucken uns mal eben den Kofferraum an. Ne, Lackierungszellen? Ja, was haben wir denn? Ey, was habe ich überhaupt damit vor? Ja, wie man sieht, so flächig. Eine Seite habe ich eine Beule, andere Seite. Aber wenn man so über die Flächen guckt, beulentechnisch, kratzertechnisch ist eigentlich noch voll in Ordnung. Bis auf, dass mal irgendeiner so lieblos dieses Dach weiß lackiert hat. Mit toller Abklebung. Ja, also da hat man sich schon arg viel Mühe gemacht. Oder auch nicht. Ja, in Realität war das alles rot. Ich glaube, das ist Admiral Rot, heißt das, glaube ich. So, ups, Schleichwerbung. Ja, Kofferraum sieht jetzt ein bisschen rummelig aus. Ist er auch. Aber, wie ihr seht, hier innen drin alles noch tippitoppi. Die ganzen Siegelungsnähte sind alles top. Die Innenflächen sind auch alle noch toppi. Ne, da sind sogar noch original Opel-Läufer drin. Hat man wohl gedacht, ist eh im Raum, ist nicht so wichtig. Ja, einziges Loch quasi war, ist dann hier. Da war sowieso, das ist die Ersatzradmulde. Die originale Ersatzradpelle. Darf ich vorstellen? Also ich würde sagen, heutzutage trägt man sowas an der Schippkarre, oder wie war das? Eine ordentliche Schubkarre hat so einen Reifen drauf, das sag ich mal so. Kadett B. Wie findet ihr dieses Auto? Klar, man war auch schon mal so hohl und hat gedacht, man wollte so ein Trabant oder sowas. Als Kombi. Trabant-Kombi ist auch nicht ganz so häufig auf dem Markt. Aber nein. Nein, das tut man sich nicht an, diesen 2-Takter. So toll wie das auch ist, aber. Ich werde das Ganze nochmal verfilmen. Stefan wird auch nochmal gefilmt, weil Stefan ist einfach der absolute Motoren-Spezi bei uns. Dann nehme ich euch nochmal mit für die ganzen Schweißarbeiten. Wir haben jetzt nochmal, wie gesagt, die Bleche habe ich schon besorgt. Hier und da werde ich auch nochmal andere Bleche verwenden müssen. Normale handelsübliche, die nicht unbedingt für Opel gedacht sind, sondern für den Allgemeingebrauch. Ich hoffe, ihr habt da auch ein wenig Spaß dran, diese Videos mitzuverfolgen, wie wir damit verbleiben. Klar, man sieht auch an unseren anderen Projekten, die Klicks sind natürlich deutlich weniger, aber ich denke, wer sich sowas angucken möchte und da Interesse dran hat, schaut dann doch vorbei und guckt die Videos durch. Munter bleiben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut bei Instagram vorbei, Facebook auch und dann werden wir die ein oder anderen Sachen nochmal posten. Bis dahin, gesund bleiben. Bierlänge?